glaube, das ist einfach ein Thema, zu dem es sich mal lohnt, ein Video zu machen, zu dem ich auch definitiv mal meine Meinung von mir geben kann. Und zwar ist Felix Magath jetzt bei einer Firma eingestiegen, die unter anderem mit den Würzburger Kickers verbandelt ist. Also sprich, Felix Magath ist bei den Würzburger Kickers eingestiegen und will mit den Würzburger Kickers zurück in die zweite Bundesliga. Ja, wie gesagt, ich bin beim Namen Felix Magath immer etwas vorsichtig, weil der Typ wird manchmal leicht größenwahnsinnig. Wie gesagt, ist natürlich eine Identifikationsfigur des deutschen Fußballs, das auf alle Fälle, hat wirklich tolle Arbeit geleistet, aber in den letzten Jahren, wie gesagt, bin ich beim Namen Magath immer etwas vorsichtig, weil der Typ wird schnell größenwahnsinnig und das kann in Würzburg auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber ich denke mal, dass Magath das auch einigermaßen im Griff haben wird, wenn Magath einfach weiß, das und das kann man bewirken, das und das kann man machen. Dann kann das so gut sein, wie gesagt, wenn Magath anfängt, irgendwie größenwahnsinnig und irgendwelche Pläne vom Weg Champions League anzustreben. Ich glaube nicht, dass das dann zum vernünftigen Ende führt. Aber wenn Magath es seinen Job vernünftig macht, kann es schon sein, dass es eine gute Sache wird. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.